Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Geheimakte 2 in Gatino. Ja, die Informationstafel haben wir ja schon gemacht. Baufahrzeug. Eins der Baufahrzeuge. Ja, das sehen wir. Ohne entsprechenden Schlüssel werde ich den nicht benutzen können. Ach schade, ein Haken. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken hat. Oh Gott. Bitte. Wieso so schlecht? Also es ist doch wirklich schon nicht mehr gut, oder? Was ist die Sache, einen Haken hat, ja genau. Ja, ein Haken hat sie. Ich könnte an dem Haken ziehen und so den Kran zum Umkippen bringen. Dieser würde dann die Infotafel umreißen, unter der sich ein Erdölvorkommen befindet, das ich mir sofort aneigne und dann... Ach so. Da wäre ich natürlich nicht drauf gekommen. Das ist schon hart. Alu. Ein großes Stück Alufolie. Bom, bom, bom. Alu. Der wohl sauberste und wohlriechendste Imbisswagen, den ich kenne. Könnte natürlich auch daran liegen, dass darin nichts zubereitet wird. Ist toll. Imbissstand. Oh, Schüssel. Eine Schüssel. Glückskekse. Sie sind etwas unförmig, scheinen selbst gebacken zu sein. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Klar. Doch lieber einen anderen Glückskeks? Ich lege meinen alten mal zurück und nehme mir einen neuen. Doch lieber einen anderen... Ach so, das können wir jetzt auch machen. Wir wollen ein Schild. Hey. Da steht, bin gleich zurück. Ja. Sehe ich so aus, als ob ich alles und jedes einfach mitnehme? Ja, ja, schon gut. Ich lasse es trotzdem da. Ich wollte gerade sagen, die nach Glückskeks. Der sieht nicht sehr glücklich aus. Mach ihn doch auf. Oh, das geht sogar. Warum müssen diese Kekse eigentlich immer so widerlich schmecken? Aber vielleicht ist das der Preis dafür, dass man dann eine der unglaublich präzisen Lebensweisheiten erhält, die sich darin befinden. Diese hier lautet, wenn am umgekehrten Ende der Kranich auf 7:30 steht, dann winkt dem Bärtigen das Glück. Ach, und können wir jetzt? Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Ja. Der sieht nicht... Ach so, ja, du musst ihn ja auch essen. Ja, 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 ja. Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet, wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, so beachte den Pfad der Hungrigen, auch wenn der trügerische Durst von oben kommt. Ja, wenn früh am Morgen... Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Der sieht nicht... Ach, verdammt. Ich finde die nicht widerlich. Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet, wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Oh, beunruhigend. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Wie viel kannst du noch essen, Nina? Du musst doch gleich dick werden. Wieder ein widerlicher Keks. Pass auf, denn der große Zeiger folgt dem Kleinen so lange ohne Unterlass, bis auch seine Zeit abgelaufen ist. Leer. Oh. Ja, da haben wir alle genommen, ne? Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier? Erstmal der Plastikfels. Ein Plastikfelsen als Firmensymbol der Lazare Construction. Mal was Kreatives. Okay. Der ist festgeschraubt. Ach schau, da haben wir nicht einen Schraubenzieher. Nein, haben wir nicht. Lazare. Hier baut die Lazare Construction. Größere Buchstaben haben sie offensichtlich nicht gefunden. Das wäre doch auch schade gewesen, wenn die kleinere gehabt hätten. Oder nicht, Nina? Nicht? Okay. Bauwagen. In den Dingern leben manche Bauarbeiter monatelang. Einer der Hauptgründe, warum ich mich damals gegen den Bau entschieden habe. Okay. Abgeschlossen und zusätzlich mit schweren Vorhängeschlössern gesichert. Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen. Da hast du recht, Nina. Auf dem Tisch liegt allerhand Zeug rum. Ein altes Stromkabel, ein Taschenmesser und eine Wasserwaage. Mitnehmen, mitnehmen. Ein Schweizer Taschenmesser. An dem Teil ist wirklich alles dran, was man sich auch nur im Entferntesten vorstellen kann. Der Traum eines jeden Abenteurers. Und wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Eine Wasserwaage mit Laserpointer. Keine Ahnung, wozu man sowas braucht. Ich weiß es auch nicht. Stromkabel. Ein Verlängerungskabel. Ach so. Ein Säckchen aus Stoff. Oh, Mensch. Können wir damit jetzt diese Buchstaben ab...
Vermutlich könnte ich die Buchstaben tatsächlich mit dem Taschenmesser abschrauben. Aber was soll ich mit überdimensionierten Buchstaben? Du könntest damit deinen Namen buchstabieren. Na, siehst du, geht sogar. Wegweiser. Auf dem Schild steht, zu den Ruinen von Gatineau. Ach, hier ist noch ein Spiegel, hey. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Du, Nina. Mitnehmen. Jo, wir haben einen Spiegel dabei. Wer ist die... Okay, Wegweiser mitnehmen. Das Schild lässt sich drehen. Aber in welche Richtung soll ich es drehen? Und warum? Ich habe keine Ahnung. Können wir das abschrauben? Das Schild ist nur mit einem Metallband befestigt. Keine Schrauben oder ähnliches. Aber ich wüsste auch nicht, was ich mit einem Schild soll. Ich habe keine Ahnung. Ein stabiler Pfosten aus Beton. Mitnehmen. Festgemauert in der Erde steht der Pfahl. Wurd reingerammt. Okay. Auto. Ein schöner Transport. Drehschick? Ich würde mich schon gerne ins Auto setzen und einfach ganz weit wegfahren. Leider lösen sich damit die Probleme aber nicht in Wohlgefallen auf. Ach, schade. Schild. Da steht, Parken nur für Angestellte der Lazare Construction. Das Schild ist festgeschraubt. Wir haben doch Schrauben hier. Ja. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Ach, Nina. Ach, Nina. Warum? Da steht, Parken nur... Ja, kaputtes Auto. Der Wagen steht hier aber auch nicht erst seit gestern. Was? Der sieht aber doch neu aus. Reparieren kann man es nicht mehr. Noch weiter zerstören auch nicht. Ich lasse es einfach in Frieden sterben. Ja. Pfosten. Da war mal ein Schild dran. Nun ist es weg. Schlimm, schlimm. Ja, weiter den Weg entlang. Wir müssen hier schließlich den Heiligen finden, denn wir sind auf der Suche nach dem Heiligen. Oh, eine Statue. Wen die wohl darstellen mag? Ah, hier sind sie. Ja. Was ist das für eine Statue? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. An der Statue ist eine Plakette. Und? Die Inschrift ist ziemlich verwittert. Es handelt sich offenbar um eine Statue des Heiligen... Heiligen irgendwas. Sein Name ist kaum zu erkennen. Heiliger? Ja. Unser Heiliger? Der, den Elise in ihrem Brief erwähnt hat? Ja, könnte durchaus sein. Hätte nicht gedacht, dass es so leicht wird, den zu finden. Tja, und nun? Nun werde ich versuchen, die Inschrift zu entziffern. Und ich sehe mich mal wieder nach weiteren Hinweisen um? Genau. Ich hab's befürchtet. Hat's eigentlich was gebracht, nochmal den Brief von Schwester Elise durchzugehen? Leider nicht. Ich habe extra noch einmal alles übersetzt, aber mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Kann ich die neue Übersetzung des Briefs haben? Klar. Immerhin haben wir ja jetzt einen Anhaltspunkt. Ich entziffere, Sie suchen weiter. Wer weiß, vielleicht ist die Inschrift ja gar nicht der Hinweis, nach dem wir suchen. Sondern? Keine Ahnung. Okay, ich suche weiter. Schließlich ist es mit großer Wahrscheinlichkeit diese Statue, von der Schwester Elise gesprochen hat. Und dementsprechend weiß diese Statue auch den Weg zum Versteck. Ich muss nur noch rausfinden, wie genau das gemeint war. Naja, nur noch? Aber was soll's, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auf geht's, suchen wir den Hinweis. Tagebuch erstmal. Der Heilige weist den Weg. Gatineau. Jener hat die gesuchte Statue eines Heiligen gefunden. Zeigt der ausgestreckte Arm. Das dachte ich mir auch schon. Zeigt der ausgestreckte Arm tatsächlich in Richtung des von Schwester Elise beschriebenen Verstecks? Und wenn ja, wie soll Nina zwischen all den Ruinen die genaue Position dieses Verstecks ausmachen? Das habe ich mir schon gedacht. Erstmal muss ich hier gucken, ob hier noch mehr ist. Oh, David Kroll. Da sitzt er und versucht, die Inschrift auf der Statue zu entziffern. Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange. Ja. Ashford, England. Kennen wir. Statue. Och, wie schön. An den Beinen kann ich nichts Besonderes feststellen. Ja. Hat nicht den Anschein, als ob man die Statue oder irgendwelche Körperteile drehen oder sonst wie bewegen könnte. Hm. An den Beinen... Okay, was hat er denn da im Arm? Keine Ahnung, was das sein soll. Hat nicht den... Okay, der Kopf der heiligen Statue. Hat nicht... Der Arm zeigt in Richtung der Ruinen von Gatineau. Wohin genau ist von hier aus schwer zu sagen. Jetzt hatte ich doch die Idee. Ich habe doch hier... Eine Wasser... Mit Laserpointer. Gute Idee.
Wenn ich den Laserpointer auf den Arm lege, dann kann ich mit etwas Glück herausfinden, wo genau der Arm hinzeigt. Ja. Das wird mir ja jetzt hier angezeigt werden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Natürlich. Der Laserstrahl der Wasserwaage zeigt jetzt dahin, wo der Arm der Statue auch hinzeigt. Weg oder auch Weg. Okay. Auf dem Schild steht, zu den Ruinen von Gatineau. Das Schild lässt sich drehen. Nein. Ich drehe das Schild mal nach rechts. Ah, nee. Noch ein klein wenig nach links. 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 Warum ich das mache? Weil das Schild bildet jetzt eine Linie mit dem Arm der Statue. Weil das hier durchgeht und jetzt kann ich... Hier nämlich... Renn, Lina, renn, Lina, renn, Lina. Jetzt geht er durch, das heißt, ich nehme die Wasserwaage. Das heißt, ich lege das da drauf und dann geht das ja weiter. Aha. So, jetzt müsste der Laserpointer genau in die Richtung zeigen, in die auch der Arm zeigt. Mal schauen, wo er mich hinführt. Ja. Der wohl sauberste und wohl... Mist, der Strahl trifft genau auf den Imbisswagen. Da der wohl kaum schon seit Jahrhunderten hier steht, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das ändern kann. Aber hier ist typisch. Er schläft im Stehen. Erstaunlich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Oh, hallo. Ist wohl letzte Nacht etwas spät geworden, was? Entschuldigung, ich muss eingeschlafen sein. Ja, scheint so. Gehören Sie zur Baufirma? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können, dass das Elend hier mal ein Ende hat. Was kann ich für Sie tun? Essen. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Nichts. Nichts? Das hier ist doch ein Imbiss, oder? Oder doch nicht? Vielleicht ein getarnter Stützpunkt der Triaden? Sehr witzig. Hier ist nur ein einziger Arbeiter und der bringt sich sein Essen selbst mit. Also wozu sollte ich da den Grill erst anmachen? Kauft doch sowieso keiner was. Okay, überzeugt. Und eigentlich mag ich auch gar kein chinesisches Essen. Würde es heute auch nicht geben. Okay, es gibt derzeit gar nichts. Aber wenn es was geben würde, dann würde es heute kein Chinesisch geben, sondern stinknormalen Imbissfraß. Unterhalten wir uns gerade darüber, was es geben würde, falls es etwas geben würde? Ich glaube schon. Okay, wechseln wir das Thema. Das ist echt gut, Imbisswagen. Ich will ja nicht an Ihrem Geschäftsmodell zweifeln, aber lohnt es sich wirklich, hier einen Imbisswagen hinzustellen? Nein. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen die Frage jetzt vollkommen überflüssig erscheinen mag. Warum stehen Sie dann hier? Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass hier mit dem Bau eines neuen Freizeitparks begonnen werden soll. Daraufhin habe ich meine Beziehungen spielen lassen und einen Exklusivvertrag ausgehandelt. Ich sollte die Arbeiter vor Ort bewirten. Kein anderer durfte mir Konkurrenz machen. Eigentlich ein super Deal. Aber? Sehen Sie hier irgendwelche Arbeitermassen? Naja, von Massen zu sprechen wäre vermutlich leicht übertrieben. Ja, leicht. Was ist passiert? Die haben irgendeine seltene Pflanzenart entdeckt und daraufhin alle Bauarbeiten unterbrochen. Jetzt beraten Sie, wie es weitergehen soll. Aber das kann dauern. Lange dauern. Und warum sind Sie dann noch hier? Weil in meinem Vertrag steht, dass ich mich verpflichte, jeden der anwesenden Arbeiter zu verpflegen. Oder ihnen zumindest die Möglichkeit gebe, sich verpflegen zu können. Solange also dieser werte Herr Landvermesser noch da ist, muss ich auch bleiben. Sonst drohen Konventionalstrafen. Sie müssen für einen einzigen Arbeiter den ganzen Tag hier rumstehen? Das ist doch krank. Ja, sowas nennt sich Vertragsrecht. Wunderbar. Ich sehe das also richtig. Sie müssen hier den ganzen Tag rumstehen für einen einzigen Arbeiter? Ja, ich komme in aller Herrgottsfrühe her und kann erst wieder weg, wenn der feine Herr Landvermesser sich am späten Nachmittag in seinen Geländewagen setzt, um sich in den Feierabend zu verabschieden. Herzliches Beileid. Danke. Tschüssi. Ich entlasse Sie dann mal wieder ins Reich der Träume. Dann kann ich Ihnen jetzt diese Briefe eigentlich geben? Dachte ich mir schon. Ich habe sie ja von Ihnen. Entschuldigung? Was? Was? Entschuldigen Sie die Störung, aber gäbe es irgendwie die Möglichkeit, diese großartige Lebensweisheit wieder in einen Glückskeks zu kriegen? Klar. Man muss einfach nur einen neuen Keks backen. Würden Sie das für mich tun? Na gut. Ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Wie lange soll das jetzt dauern?
Hallo? Hallo? Gosh. Blöd. Ein paar Minuten später. Oh. Vielen Dank. Oh, ich hab wieder einen Glückskeks. Ein frisch gebackener Glückskeks. Wenn ich mich richtig erinnere, dann lautet die darin steckende Lebensweisheit, wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt. Ach so. Ja, dann mach ich das mal mit allen. Entschuldigung. Ja. Was? Entschuldigung. Ja. Das ist jetzt nicht dasselbe. Ah, dieses Video ist natürlich toll, dass das auch jedes Mal kommt. So, ein paar Minuten später. Das ist jetzt jedes Mal so. Vielen Dank. Dann ist das ziemlich blöd. Ja. Oh, no. Entschuldigung? Was? Entschuldigung? Ja. Und wieder warten. Meine Güte. Warum dauert das so lange? Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich jetzt so mein... Also, ich habe jetzt ein neues Mikrofon heute bestellt und vielen Dank. Das ist das Rode NT1A. Kennt vielleicht manche. Entschuldigung? Zum Beispiel haben das. Was? Hat das Entschuldigung? Und ja, ich wollte ja bessere Qualität haben und das ist nicht nur fürs Let's Play, ich meine auch Skype, CS und so. Kann man damit ja bessere Qualität machen und vielleicht wollte ich auch Podcasts machen oder Gesang. Ich selbst kann nicht singen, oh Gott. Nein, aber ich wollte so mit anderen Leuten Musik aufnehmen. Meine Schwester kann zum Beispiel singen. Und Lady Access, der YouTube-Kanal. Und vielen Dank. Ja, da habe ich mir jetzt das Rode NT1A gekauft und ich gehe jetzt mal wieder zurück. Upsala, falscher Weg. Und kaufe mir nächsten Monat noch das Behringer. Mischpult. Am Vermesser. Der arbeitet wohl hier. Ja. Habe ich vielleicht was Neues? Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Danke. Archäologisch Fund. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar. Aber... Oh. Der Geländewagen, der da vorne auf dem Parkplatz steht, gehört er Ihnen? Ja, wieso? Och, nur so. Aha. Ich überlasse Sie dann wieder Ihrer Arbeit. Okay. Ich dachte so. Guck mal, hier ist ja ein Schild. Erstmal nehme ich das mit, weil wir haben ja jetzt einen Schraubenzieher. Es muss dringend mal was gegen den Schild... Ja. Kann ich die jetzt austauschen? Tatsächlich. Dann muss ich... Das bestimmt jeder auch tun. Wäre so ein starker Strahl ist, nicht? Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man ins Auge bekommt. Ach ja, jetzt ist hier Stein. Das Schild warnt vor Steinschlag. Da will ich mir hier auch unbedingt hinstellen. Dreischick? Was? Dreischick? So kann ich jetzt mit dir reden. Oh, kann ich nochmal stören? Steinschlag. Oh nein. Ich hab den Stark. Ihr Auto. Ja, was ist damit? Steht es da nicht etwas ungünstig? Wieso? Könnte doch leicht passieren, dass es von einem Steinschlag getroffen wird. Steinschlag? Ja, da steht doch ein Vorsicht-Steinschlag-Schild direkt neben der Felswand. Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Das Schild muss neu sein. Kann ja sein, aber sollten Sie Ihr Auto nicht trotzdem lieber wegfahren? Och, laut Horoskop habe ich heute meinen Glückstag. Da wird schon nichts passieren. Aha, wenn der an Horoskope glaubt, dann müssen wir ihm bestimmt die Glückskekse geben in einer sich steigernden, schlimmer werdenden Reihenfolge. Oh, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.